Parchow ist seit 2002 ein 5 Kilometer nördlich außerhalb gelegener Ortsteil der Stadt Burg. Hier fühlen sich derzeit ca. 950 Einwohner sehr wohl. Parchow hat eine Grundfläche von 16 Quadratkilometer. 1803 wurde Bauern und Bürgern erstmals erlaubt, hier Grundstücke zu erwerben. In zentraler Dorfmitte findet man hier die Dorfkirche von Parchow. Die Dorfkirche ist das evangelische Gotteshaus von Parchow. Das Denkmal auf dem Kirchhof besteht aus Feldsteinen. Die Vorderseite zeigt den Ersten Weltkrieg, dort stehen 55 Namen der Gefallenen drauf. Die Rückseite zeigt den Zweiten Weltkrieg, dort stehen 73 Namen der Gefallenen drauf. In der Ortsmitte von Parchow gibt es Freizeitmöglichkeiten für Groß und Klein mit einem Volleyballfeld, einem Spielplatz und einem großen Fußballplatz. Hier kommt die Ortschaft auch oft für Veranstaltungen zusammen. Wer sich auf dem Sportplatz ein wenig entspannen und dabei ein Buch lesen möchte, kann sich an der Bücherzelle direkt daneben bedienen. Gegenüber vom Sportplatz gibt es die Kita Seepferdchen, wo 54 Kita-Plätze für Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren zur Verfügung stehen. Besonders an dieser Kita sind die vielen Spiel- und Freiflächen für die Kinder. Angrenzend an die Kita ist das Ortschaftsbüro, welches erst vor kurzem saniert wurde. Falls es in Parchow mal brenzlig wird, gibt es die ortsansässige Freiwillige Feuerwehr mit 23 aktiven Kameraden. Auch in Parchow gibt es einen schönen Campingplatz. Er verfügt um die 100 Stellplätze. Die Hauptsaison liegt zwischen April und Oktober. Die reizvolle Landschaft bietet mit dem 50 Hektar großen Parchower See zwischen Elbe und Elbe-Havel-Kanal die perfekte Adresse für Entspannung. Parchow hat sich durch ein Neubaugebiet weiterentwickelt. Hier sind Wohnen und Natur im Einklang.